Willkommen, willkommen zurück. Ja, hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder einschaltet. Eine weitere Folge. Ja, Gainsborough. So sind wir heute wieder unterwegs mit einem weiteren kostenlosen Freeware-Bus von Volvo. Ja, da kommt dem, was wir in der letzten gestrigen Folge hatten, sehr, sehr nah. Denn das hier ist nämlich der Doppelstockbus von Volvo. Der hört auf den Namen B7TL und wie gesagt, ist auch komplett Freeware. Könnt ihr euch runterladen, kostet euch keinen Cent. Und den wollen wir uns heute mal anschauen. Wie gesagt, auf der Linie 2 heute in Gainsborough. Und ich bin mal gespannt. Das ist eine Ringlinie. Die fängt hier an und endet auch hier. Und wie gesagt, das Ganze mal gepaart mit einem Doppelstockbus könnte vielleicht mal ganz interessant sein. Man sieht aber halt auch, dass es möglich ist, dass es auch, wie gesagt, gute Doppelstockbusse, also vom Modelltechnischen her, gibt. Ja, aber wie kann der halt überzeugen? Wollen wir uns dementsprechend mal anschauen. Wenn wir uns jetzt mal hier so ein bisschen positionieren, sieht der Bus dem sehr ähnlich, welchen wir halt gestern hatten. Ne? Also weiterhin der gleiche Modder wahrscheinlich, der das Ganze hier gebastelt hat. Wir können hier direkt neben dem Busfahrer sitzen. Können wir hier sogar die Türen öffnen? Ja, wir könnten sogar hier die Türen öffnen, ja, wenn wir das möchten, ja, um den Busfahrer zu ärgern. Aber auch hier, aber irgendwas stimmt mit der Kameraposition nicht, die er hier eingestellt hat. Also das ist nicht die Passagieransicht, sondern hier sitzt eigentlich ein Mensch und da gehen wir praktisch immer so ringsrum, ne? Aber so, wie gesagt, sieht er denn halt aus, wenn das Ganze, ja, geladen hat. Ich meine, es ist schon sehr, sehr schlicht und einfach gehalten. Wahrscheinlich rettet das nochmal viel die Performance oder sowas. Keine Ahnung. Das ist unser Arbeitsplatz und ja, wie gesagt, sieht genauso aus wie gestern. Bloß, dass wir hier oben Sachen fehlen. Wir haben jetzt zwar einen Monitor, aber wir können jetzt hier zum Beispiel gar nicht mehr einstellen, welche Tour. Hier ist einfach nur schwarz. Hier fehlt irgendwie das komplett, ja, die Farben. Hier ist übrigens unser Fahrplan. Ja, den wir heute haben und ja, ist sehr, sehr spartanisch. Also das ist, ich habe manchmal so das Gefühl, das ist mehr Zweck als irgendwie ein Modell, wo man so, oh, so, weißt du? Dementsprechend werden wir jetzt mal den Bus mal kurz starten, denn wir müssen erstmal hier einschalten, dass wir jetzt auf der Linie 1 unterwegs sind, von Park Springs nach Park Springs. Ich hoffe, das funktioniert hier. Ja, Gainsborough nach Via Park Springs, das schaut ganz gut aus. Das ist doch das, ne? Nein, wir fahren in die andere Richtung. Okay, ich verstehe. Dann müssen wir was ändern. Das ist jetzt auf jeden Fall ein Highlight, weil ich bin die andere Richtung gefahren. Okay, dann machen wir das so. So, so. Aber ändert sich ja weiterhin nichts dran. So, dann machen wir mal hier Licht an für unsere werten Fahrgäste. Und ja, lassen uns mal überraschen, was uns jetzt hier auf jeden Fall erwartet. So, am besten jetzt hier nicht gegenfahren. Letztes Mal hier schön das Wartehäuschen mitgenommen. Großartig. So, Fahrgäste einsteigen lassen. Wunderschön, wunderschön. Hallo, ja, hallo. Mal ganz schnell mal linsen. 59. Dann werden wir mal die Zeit hochstellen. Ich weiß, eure Zeit ist genauso kostbar wie meine. Deswegen versuchen die Folgen nicht künstlich in die Länge zu ziehen, sondern das Ganze kurz und knackig. So wie ihr es wahrscheinlich auch gerne mögt. Oh, der hat nicht mal Blinkerton hier, oder? Nee, nicht wirklich ein Blinkerton. Der ist natürlich ein bisschen schade. Clear. So, wundervoll. Ich
wie der Spiegel eigentlich gar nichts bringt, ne? Der Rückspiegel, weil die, der halbe Spiegel ist eigentlich so von meinem Sitz, ich glaube, der ist falsch ausgerichtet, ne? Sieht so ein bisschen auf jeden Fall aus. Von der Karte müssen wir halt auch nichts erzählen. Die hatten wir ja bereits ja auch schon bei uns im Let's Play gehabt. Falls ihr da noch ein paar mehr Infos haben wollt, den müsst ihr da nochmal reinschalten. Aber sie beinhaltet halt auch drei Linien. Sie ist kostenlos. Also, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr diese Karte halt auch komplett kostenlos spielen. Genauso wie jetzt wir jetzt hier mit einem kostenlosen Bus und so weiter und so fort. Das ist, wie gesagt, hier alles möglich. Also ich habe mich jetzt wirklich in der letzten Zeit intensiv damit beschäftigt, so nach britischen Content zu suchen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sucht, wird man auch relativ fündig. Ist zwar nicht so viel wie deutscher Content, aber es ist jetzt auch nicht relativ wenig. Ja? Bin mal gespannt. Es gibt hier so Karten, die sind halt auch, die sollen mega wuchtig sein. Wie die denn nachher ausschauen. Werden wir uns alles angucken. Ich glaube, ich müsste eigentlich mittlerweile auch Content für 2 Wochen haben. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich 2 Wochen durchgehend jetzt hier um sie zeigen, um immer irgendwas Neues Britisches zu zeigen. Also da ist auf jeden Fall genug Luft da. So, ich muss mal hier oben mal ein bisschen mein Schummelfenster anmachen. Damit ich weiß, ob wir Verspätung haben oder nicht. Bitte nicht umfahren, das wäre großartig. Die Poller bitte auch stehen lassen, das wäre noch großartiger. Oh Gott, es sind so eng die Straßen hier, das ist nicht auszuhalten. Oh. Die Handbremse reingedrückt hier. Jetzt soll's rein. Damit die beiden Kiddies hier einsteigen können. Na, was eine Frage für die Schule. Oh Gott, was war denn jetzt los? Irgendwie. Ach, war das nicht die Stelle, wo wir letztes Mal auch schon uns gewundert hatten? Sie fahren so schlecht, dass sie alle wieder aussteigen wollen. Ja, toll. Versperrt mir die Sicht hier. Der muss schon gucken. Aber steht auch nichts von da, Unfall oder sowas, ne? Also, keine Ahnung. Habe ich immer testet keiner diese Karten oder sowas? Weil solche Fehler, so eine Bugs müssten doch eigentlich gefunden sein. Das sieht aus, als ob da so irgendwie so eine unsichtbare Wand ist oder sowas. Müssen wir durchpassen.
So, das Phänomen hatte ich vorhin auch schon. Steigt, ist wieder kein einzelner Fahrgast hier. Alter. Jetzt wird den schon berühren. Nee. Passt. Wir haben sogar schon Verspätung. Also, so früh sind wir nicht. Das muss ein Fehler von der Map sein oder sowas. Dass hier hinten echt keine Fahrgäste mehr mitfahren. Wie gesagt, ich bin vorhin noch den anderen Kurs gefahren, also die andere Richtung. Da war auch hier nicht ein einzelner Fahrgast gewesen. Erst kurz vorm Ende tummelten sich dann so 2, 3 Passagiere drin. Und sonst die ganze Fahrt komplett leer gewesen. Jetzt dachte ich, okay, jetzt liegt es vielleicht jetzt an bestimmter Uhrzeit oder sowas, aber nee, das scheint hier im Allgemeinen ein Problem zu sein hier irgendwie. Ich habe auch extra nochmal nachgeguckt. Also meine Fahrgastzahl ist schon sehr hoch, also schon über die Hälfte. Also eigentlich hätten hier Fahrgäste sein müssen. Aber hier, wie gesagt, absolut nichts. Ist das zu fassen oder ist das zu fassen?
Jetzt kommen auf einmal wieder so viele. So, haben wir jetzt noch ein paar Fahrgäste, die hier mit wollen. So, genau, ja, wer baut hier sowas hin? Großartig. War natürlich so schön noch Herausforderung.
So, Tür auf, bitte. So. Ja. Schaut ja jetzt ganz gut aus jetzt. Also das muss eine unsichtbare Wand gewesen sein da vorhin. Aber das hatten wir auf der Karte, glaube ich, schon mal gehabt. Da konntest du machen, was du wolltest. Du bist einfach nicht über diesen Punkt hinweggekommen. Unfallfrei. Manchmal irritiert mich das voll, dass sie erst an der Tür vorbeilaufen und dann doch in den Bus steigen. Nee, im Moment gehe ich aber schon davon aus, dass er schon im Bus ist und macht die Tür zu. km/h hier. 40 Meilen oder was sind das? Über 50 Meilen knapp. Das zieht aber gut ab hier. Wahnsinn. Das sah doch relativ gut gerade aus. Haben wir wieder einiges an Zeit gut gemacht, auf jeden Fall. Ich habe noch ein Bild gemacht hier für YouTube.
So. Bildet sich wieder ein fantastischer Stau hier. Trinity House. Ach, wir sind kurz vorm Ende. Dann haben wir die Linie 2 jetzt hier uns auch komplett angeschaut. Schon wieder. Habt ihr gemerkt, wie der Bus so zur Seite geploppt ist? Was war diese Stelle hier? Ist bestimmt gerade das Fahrzeug hier reingespawnt oder sowas. Also auch die Karte leider. Viele, viele Fehler. Man hat nicht gesehen, wie der Bus auf einmal so ein Zack, so einen Schlag zur Seite gekriegt hat. Mann. Das ist ärgerlich. Mann, zwei Fahrgäste verbleiben uns jetzt noch. So, und auch damit endet diese Fahrt heute hier in OMSI 2. Ja, hat dann wieder mal Spaß gemacht. Ja, hier, was soll man hier sagen? Unsichtbare Wände, sonst ist mir jetzt an der Karte jetzt nichts groß aufgefallen. Der Bus fährt sich sehr angenehm, aber auch hier, wie gesagt, sehr spartanisch, halt sehr, sehr simpel. Ne, also ohne viel Schnickschnack und all sowas, dann kann man sich den Volvo hier auf jeden Fall mal anschauen. Wie gesagt, alles komplett kostenlos. Freeware, ihr müsst nichts bezahlen, keinen Cent. Und da haben wir hier, wie gesagt, also den Volvo B7 TL. Und wie gesagt, die Karte Gainsborough. Ja, mehr gibt es hier an der Stelle eigentlich gar nicht zu sagen. Ich finde es, wie gesagt, schade. Durch diese unsichtbaren Wände macht es ein bisschen was kaputt. Von der Karte her, muss ich ganz ehrlich sagen, es macht schon Spaß. Du kannst eine kurze Linie fahren, ja, so wie wir es ja schon mal gemacht haben. Oder hier fährst du so einen kleinen Rundkurs. Ja, ist eigentlich alles mit dabei. Enge Passagen und so weiter und so fort. Also hier ist ganz ehrlich schon so ein bisschen fahrerisches Können gefragt. Augenzwinker. Nee, aber an sich, wie gesagt, eine tolle Karte. Wie seht ihr das Ganze? Nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es unten mit rein. Wir sehen uns morgen zur nächsten OMSI-Folge wieder. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bedanke mich hier, sage Tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.